Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier als Einstieg in das Add-on, in die Add-on-Kampagne, die Römer. Und genau, wir sollen uns jetzt hier eine Armee zusammen beordern. Und wir kriegen hier wieder ganz schön aufs Maul. Gefällt mir gar nicht. Aber, ja, klappt schon. Und, wir sollen halt hier in die Dörfer gehen, quasi. Och, den ganzen Weg zurück. Ja, komm, dann geht, kommt nochmal zurück. genau, und diese Dörfer... Oh, oh Gottes Willen. Was ist das denn hier für einer? Keltischer leichter Speerträger. Krass. Ach du Heilige! Der Turm ist ja bald kaputt. Was ist das denn hier? Die Steinschleudern hier. So, weg damit. Los. Wagt ihr es, den Turm kaputt zu machen? Ja, ja, krass, Freunde. Ah, genau, die Bürger, die... Ach du Heilige. Ach du Heilige. Mist, die sind wieder kaputt hier. Na gut, egal. Wir werden überfallen. Wie viele Männer haben sie nur noch? Ja, das ist eine gute Frage. Und genau, wir waren hier auf dem Weg durch die Dörfer im Prinzip. Und, genau, haben uns hier unsere Armeen quasi zusammen rekrutiert. Und, genau. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Verdammt nochmal. Ja gut, die lasse ich mal als Verteidigung da stehen. Das ist gar keine schlechte Idee. So, Freunde, und im Anbetracht dessen würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Was ist das denn hier schon wieder? Ach du Heilige! Viele Einheiten hier, ey. So. Keltischer leichter Speerträger. Ah, okay. Nach Elysium. Okay, alles klar. Wie gut, dass wir Steinschleudern bekommen haben. Schon nicht schlecht, muss ich sagen, ey. So, dann gucken wir mal hier in das nächste Dorf. Mach das Tor auf. Republik Rom. Ja, okay. Republik Rom. Mach die Ente kaputt. So. Ah, wir haben hier wieder noch mehr Bürger bekommen. Okay, hoi, geil, okay. Ah, gut. Aber warum kriegen wir denn überhaupt so viele Bürger? Oh, schaut mal. Sieht richtig gut aus gerade. Die Welt ist nicht genug, ja, genau. Ah, die können uns Nahrung besorgen. Wo sind die Bürger? Da sind die Bürger. Die können uns hier Nahrung besorgen, oder? Nee, leider nicht. Mist, ey. Ja gut, egal. Dann könnt ihr aber... wir können ja auch keine... Ja, das ist das Problem. Wir können keine neuen Stadtzentren bauen. Aber wir können Stein abbauen, oder? Aber wir können keine Türme bauen. Ach, Freunde, das ist doch alles... wieder komplett zurück, oder was? Das ist doch alles blöd, echt. Ja, wir müssen... Ach, du Heilige, was? What? What? Der kommt mit Rammböcken an. Um Gottes Willen, mach die kaputt, los, mach den kaputt. Boah. Okay. Alles klar. Zum Glück haben wir noch unsere Stadtverteidigung hier, ey. So... die Steinschleuder bitte kaputt machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die da auch bitte kaputt machen. Das sind mir gerade ein bisschen zu viele. So. So, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. So. Die Stadtverteidigung. Ja, gepanzerte Soldaten hier. Macht einen guten Job, muss ich sagen. So. Alles klar, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Mann, Mann, Mann. Okay. Puh. Oh, da kommen noch mehr. Was zur Hölle nochmal? Ja gut, dagegen... Die haben keine Chance gegen euch, die Bogenschützen eigentlich. So, genau. Aber wie kommen wir denn... Was? What? Okay, einfach so. Na gut. Die wollen hier rein. Nix da. Nix da, Freunde. Nix da. Was ist denn hier schon wieder los? Ach Mensch, nochmal.
Was ist denn hier schon wieder los? Mach den kaputt hier, den Eindringling. So. Ja, wunderbar. Meine Stadtverteidigung bleibt mal hier stehen, bitte. So, da sind noch mehr. Okay, dann. Dann alle nach da oben, bitte. Alle nach da oben marschieren. Hallo. Ihr kommt bitte mit, ihr Bürger. Warum denn nicht? So. Wir werden immer stärker. Römisches Reich. Ja, das ist richtig cool, die Kampagne, finde ich, bis jetzt. Auch wenn man hier leider nicht rauszoomen kann. Ah, wir könnten uns noch Einheiten zusammenbauen, aber ich glaube... Oh, Elefanten! Bronzekavallerie, Reiter... Was haben wir hier noch? Wir haben hier Kurzschwertkämpfer und römische Legionäre. Eigentlich alles keine schlechten Sachen, ne? Aber... Ja, ich glaube, ich kriege gleich noch ein paar Einheiten. Das ist es halt. Ich glaube, ich kriege hier noch einiges an Einheiten. Deswegen lasse ich das erstmal stecken. Ah, ich kann die aber jetzt verbessern. Haha, ich kann die jetzt verbessern, Freunde. Uiuiuiuiuiui, okay. Alles klar. Da kommt er wieder angekackt hier. So. Zum Glück haben wir einen Heiler dabei. Da sind wieder die Kimbern. Wikinger. Okay. So, mach die kaputt. Aus. Sehr schön. Ihr macht einen guten Job, Soldaten. Ihr macht einen guten Job. Alles klar. Ach doch, ach nö. Puh, okay, Gott sei Dank. So, und wie kommen wir jetzt hier rein? Weil hier unten können wir nicht rein. Wie kommen wir jetzt hier in das Dorf rein? Hallo. Ich möchte mir noch gerne die Bürger hier holen. Kriegen wir da echt nur noch Bürger in diesem Dorf? Ich weiß ja nicht. Da kommen meine ganzen Bürger. Ich brauche gar nicht so viele. Aber, naja. Okay, wir können... Was zur... What? Okay. Die eine... Oh, wartet mal. Nee. Bau mal ein paar Kurzschwertkämpfer. Das sind ja Reiter, deswegen da hilft eigentlich, da helfen eigentlich Schwertkämpfer. Hallo? Nach Elysium, ja. Ja, kommen wir hier nirgendwo rein, oder was? Hier hinten, ne? Da wäre noch, da, hier wäre noch ein Weg. Schafft ihr das, KI? Schafft ihr das? Na, ihr seid blöd, okay. Dann kommt halt hier oben hin, so. Mist, Freunde. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Empire Earth. Wie wir jetzt hier weitermachen. Im Prinzip mit dem Add-on. Und, ja, die quasi die zweite Hälfte dieses Spiels hier in Angriff nehmen. Und ja, ich nehme es nach wie vor an diesem Sonntagabend auf. Und ja, ganz genau, Sonntagabend, morgen wieder neue Arbeitswoche, fängt wieder an. Aber nicht schlimm, Freunde, nicht schlimm. Ja, im Prinzip wieder das Wochenende ausklingen lassen. Oh, was ist das denn hier wieder? Hallo. So, Ambronen. Ein Hund. Ein Spürhund. Bitte was? Warum laufen hier Hunde rum? Ah, okay. So, macht hier diese Einheiten hier weg. Los. Genau. Ui, der hält ganz schön viel aus hier. Die Bronzekavallerie. Okay. Aber bumm, ein Schuss von der Steinschleuder in die Fresse und dann war's das. Ja, wir kommen hier hin. Schaut mal, hier ist ein, what? Achso, da ist ein Schleichweg. So, aber macht das hier kaputt, los. Hier kaputt machen. Wegmachen, los. What? 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 Oh Gott. Hör, was ist jetzt? Wo wir über einberufene Soldaten aus diesen vier Städten verfügen, ist es an der Zeit, die Lager der Kimbern und Teutonen ausfindig zu machen. Quintus, den Berichten eurer Späher zufolge lagern die Teutonen im Westen und die Kimbern im Norden, richtig? Ja.
Wir müssen aber auf der Hut sein, da die Barbaren zweifellos nach uns Ausschau halten. Sie kennen das Gelände sehr gut, mein Gebieter. Und das werden sie auch zu ihrem Vorteil nutzen. Ich bin sicher, dass wir hinter jeder Ecke einen Hinterhalter machen. Und da schriss das Blut aus dem Gesicht. Ich bin der defensiven Kämpfe müde. Es wird Zeit, den Kampf offen zu führen. Wir müssen Theoderich, den Kriegsherrn der Teutonen, ausfindig machen und vernichten. Für seinen Tod wird die Teutonenhorde den Mut verlieren. Und wir können uns um die Kimbern und deren König kümmern. Meine Güte, was ein Gemetzel. Was ein Gemetzel. Und, das gefällt mir ja gar nicht mit dem Reiter irgendwie gerade. Bau mal bitte auch eine Bronzekavallerie, komm. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Gold! Okay, Gold. Ah! Und hier haben wir eine Siedlung. Sehr gut. Alles klar. Aber wie geht denn das jetzt mit dieser Werf... Ach du Heilige. Was machst du denn da schon wieder? Heilst du dich hoch? Ja, du heilst dich hoch. Na, Gott sei Dank. Heil ihn, los! Die Welt ist nicht genug, genau. Werf... Nein, 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 nein. Ach, das wollte ich gar nicht. Wehrpflicht. Ah! Okay. Ha. Jetzt weiß ich auch, wofür diese ganzen Bürger da sind. Ja, das ist schon... Das ist geil. Das ist geil, Freunde. Okay, dann... Wehrpflicht. Die Wehrpflicht. Dann hol dir die Bürger. So, zack. Alles klar. Wir haben Pilumträger. Wunderbar. Sehr schön. Ja, jetzt weiß ich... Ja, genau. Dann kommt mal bitte hier hin. Und rekrutiere mal ein paar Soldaten. Was wollt ihr? Genau. So, die Bürger. Hallo? Ihr sollt hier unten hin. Okay, alles klar. Dann Marius. Bam, bam. Die Wehrpflicht. So, so, ihr werdet jetzt also quasi alle zu Soldaten. Das ist cool. Das ist cool. So. Richtig cool gemacht, dass man sich jetzt hier noch die Bürger nehmen muss. Oh Gott, aber wenn wir hier schon so viele Einheiten kriegen... Ich habe Angst. Ich habe irgendwie verdammt nochmal Angst, Freunde. Ich weiß ja nicht, also... Ich habe Schiss hier. Oh! Was ist das denn für einer? Gretunix. Okay, er macht den mal platt. Das ist ein König von denen, oder? Geht man zurück. Zieht die mal hier unten hin. So. Schön in die Steinschleudern rein. Sehr gut. Nein, 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 Marius. Du, ihr kommt bitte nach hier unten. So. Wir haben hier noch einen Bürger. Ach so, nee. Okay. Das heißt, Marius, ich brauch dich nochmal. Wo bist du, Marius? Da bist du, Marius. Was wollt ihr? So, Kabäum. Alles klar, dann bitte alle... Wo geht's denn nach oben? Hier geht's nach oben, ne? Genau, alle dahin, bitte. Und genau, wir wollten uns ja hier unten noch eine Stadtverteidigung aufbauen, ne? Die tapferen Reiter, die stehen da noch. So, genau. Bronzekavallerien. Nochmal 4 Stück am besten dazu. So, wunderbar. Können wir die nochmal aufwerten? Wenn wir genug Gold hätten? Aber okay. Passt schon irgendwie. Und ja, das ist doch mal richtig cool jetzt. Muss ich sagen, dass wir hier unsere Bürger quasi zu Soldaten machen konnten. Zum Glück. Also, hallo? Ihr gehört bitte auch dazu. So. Wohlan, Milord. Ach, ist das herrlich, Freunde. Wir sind hier im Jahre... Frühes Mittelalter. Aus den Chroniken der Republik. Von
von Flarius Postumus. Ich weiß nicht, in welchem Jahr wir sind leider, aber auf jeden Fall frühes Mittelalter und ich finde, das sieht richtig cool hier aus. Aber wir haben hier sogar ein Krankenhaus. Wartet mal, wir haben hier sogar ein Krankenhaus. Bam, 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 bada, bam, bada, bam, 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 bam. Ach, wieder eine meiner Lieblingsmusiken. Oh, die Heilrate ist aber langsam, du. Die Heilrate ist aber echt für ein Popo. Ja, gut, okay. Dann kämpft euch mal weiter den Weg hier durch. So. Schauen wir mal, was hier noch so gebacken ist. What? Achso, ich habe hier unten Einheiten. Ja klar, ich habe da unten Einheiten gebaut. Okay. Dann... Oh, jetzt kommen wir hier an diese Brücke. Warten wir mal lieber, bis alle unsere Einheiten da sind. Der König ist wieder ganz vorne. Oder was? Wo ist der König? Wo ist der König? Marius, da. Okay, in der Mitte. Alles klar. Die Grenze, genau. Oh. Da liegt ein Skelett rum. Bäh, wie eklig. Okay. Wir sollen also nach hier oben sollen wir scheinbar. An diese Palisaden-Festung. Auf zum Sieg. Oh Gott. Wir sind ziemlich weit von zu Hause weg gerade. An die Säbel und Angriff. Aber ich finde, so langsam gewöhnt man sich an den Zoom. Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so langsam gewöhne ich mich dran. Das ist halt ein bisschen, ist halt ein bisschen näher dran alles, aber muss ja nicht schlecht sein. Ne? Muss ja absolut nicht schlecht sein. Bam, bam, bam. Ich werde überlegen. Ich muss mir wahrscheinlich echt noch ein paar Einheiten aufbauen. Mach mal hier so einen römischen Legionär. Mach mal nochmal Kurzschwertkämpfer. Und hier noch ein paar Reiter, bitte. Bronzekavallerien. So. Ich habe irgendwie eine Befürchtung, dass das hier nicht ausreichen könnte. Ich weiß, ja, es ist ein bisschen übervorsichtig, aber es kann sehr gut sein. Weil wenn die uns so viele Einheiten geben, das kann nie ein gutes Zeichen sein eigentlich. Was ist das denn hier? Steine. Okay, cool. Cool gemacht. Schaut mal. Ein Reh. Ein Reh. Cool gemacht, wirklich. Und ja, ich hatte auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass dieses Add-on auch eine vollwertige Kampagne war. Ich dachte, das wäre einfach nur das Weltraumzeitalter. Aber nein, dann haben wir jetzt tatsächlich auch eine vollwertige Kampagne. Na, ich meine, warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? Okay. Bevor ich da jetzt reingehe... Auf zum Sieg. Republik Rom. Bevor ich da jetzt reingehe, würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Weil man ja weiß ja nie, was da drinnen alles kommt, ne? So. Gut, hier, da oben. Wartet hier schon wieder... Ne, das ist ein Kriegshund. Was zur Hölle, ein Kriegshund. Ja, mach den kaputt. Dann mach den kaputt. Sehr gut. Gut, dann geht mal hier rein. Diese Palisadenfestung. Ja, okay. Und nu? Nu steht er hier. Alles klar. Und was macht ihr jetzt hier wieder? Was ist das denn? Noch ein Kriegshund. Na gut, okay. Was zur... Okay. Und nu? Jetzt sind wir da und... dieses Alter ist ein idealer Vorposten für die Ausbildung von Soldaten. Oh, sobald sie bereit sind. Soll ich mir jetzt ernsthaft die Bürger mit da hochnehmen? Ich brauche ja auch eine kleine Stadtverteidigung, ne? Du brauchst noch ein paar Bürger, okay. Oh, der macht gar nichts hier. Was soll das denn? Faule Sau. Nein, Quatsch, alles okay. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt auch genug Holz. Dann nehme ich die halt jetzt nochmal mit, aber die werde ich nicht zu Soldaten machen. Sondern die werde ich einfach
mitnehmen, damit ich mir da oben eine Kaserne zur Not aufbauen kann. Hey, was macht ihr denn? Da gehen die wieder arbeiten, ich glaub's ja nicht. Ja, okay. Dann werde ich die alle... stell mal lieber ein paar Einheiten hier noch ab. So. Das reicht ja dann, ne? Genau, das reicht dann. Und dann würde ich sagen, kommt ihr bitte nach hier oben. Und die Bürger bitte auch nach da oben. Genau. Alles klar. Dann geht da oben gleich die Schlacht los. Das Reh. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir das hier beim ersten Mal schaffen. Wie gesagt, ich habe diese Kampagne auch noch nie gespielt. Gar nicht. Und ja, bin ich sehr gespannt jetzt, wie das abläuft. Ich bin gespannt. Also das kann anstrengend werden, wenn wir echt schon so viele Einheiten kriegen. Aha. Ahahaha. Hallo, 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 zurück. Hier, kaputt machen. Hier, mach die im Arsch. Streitwagenbogenschützen. Okay. Ein Hinterhalt hier von denen, okay. Dann mach mal hier so ein... So. Oi, 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 hey, hey, hey. Bürger in Bewegung bleiben. Seid ihr denn des Wahnsinns? Bleibt mal in Bewegung hier. So, und kabam. Ah, nein. Einer ist weg. Einen haben wir verloren. Aber nicht schlimm. Zwei reichen ja auch noch, um da oben eine Kaserne und einen Reiterstall zu bauen. Beziehungsweise einen Reiterstall. Und... Ja, was jetzt hier dieser Palisadenturm? Was der jetzt genau macht? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie der sich verteidigt, der Turm. Aber wir haben es immerhin geschafft. Also wir können jetzt hier unsere Verstärkung hier hinbringen. Und können hier oben einen Reiterstall bauen. Würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Jo, cool. Dann haben wir hier oben unsere Verstärkungen. Und können hier oben einiges an Türmen aufbauen, schätze ich mal. Ah, das sind noch nicht mal Türme. Ah, ich hatte gedacht, doch, das ist aber ein Turm, oder? Nee, Palisaden. Einfach nur so eine Holzmauer, schaut euch das an. So ein Holzzaun hier. So, wir sind da. Hi. Danke fürs Hochheilen, Marius. Du bist echt der Beste. So, die bauen schön den Stall auf. Dann hole ich mich hier oben jetzt direkt noch die Einheiten. Genau. Oh, Marius, du bist echt der Beste. So, das ist jetzt schon einiges, was wir hier haben, eine Einheiten. So, dann... habe ich jetzt hier alle? Ja, ganz genau. Okay, wunderbar. Dann bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wo wir hier hin müssen. Hier nach links? Oder was? Ja, wobei, Freunde, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder voll. Oh mein Gott. Alles klar. Dann würde ich einfach mal sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.